Lagunda, V12 Le Mans, Anita und Klaus Leer aus Deutschland. Und das Ding geht richtig laut und der kann auch richtig Auto fahren. Der fährt auch am Nürburgring und so ähnlich. Klaus, da geht's lang. Ja, mach gut, ja. Alfa Romeo Giulia Super im Jahr 1971. Wolfgang Schaumberger, Porsche 924S. Und der schon einmal angesprochene wunderschöne Ferrari 246 Dino in der Targa-Version. Sie kennen das Auto auch aus der Fernsehserie Die 2 mit Tony Curtis und Roger Moore. Ferrari 246 Dino. Heinrich Zelter aus Südtirol mit dem Singer 9 Roadster aus dem Jahr 47. 36.